Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück. Ja, hier bei Spanien. Weg war und ich nicht weiß warum. Einfach so, die ganze Zeit war er da und auf einmal war er weg. Wahrscheinlich hat ihn die Infrastruktur hier gerade eben irgendwie irritiert oder sowas. Ich weiß es nicht. So, wir schaffen es langsam aber sicher, jetzt hier nach Ewigkeiten die Gebiete so langsam aber sicher hier zu befrieden. Und wir alle wissen ja, sobald wir hier auf... Wie war's? Mindestens 35% gehorsam sind, können wir endlich Gebiete hier, ja, koren. Oh mein Gott. Etwas, was ich übrigens generell cool finden würde, wenn man in diesem Spiel Gebiete koren könnte. So, wir lassen jetzt auf jeden Fall mal laufen. Wir sind immer noch dabei, den Fanatismus zu kultivieren. Ich bin gespannt, wo wir dann landen werden mit unserer Mannstärke. Momentan haben wir jetzt hier 4,5% und 0,089%. Ich bin echt gespannt, worauf das sich hier beziehen wird. Ja, erstmal muss ich aber vorher noch mal ein paar andere Sachen jetzt hier gerade eben erforschen. So, aber da will ich jetzt hier gerade eben mal dranbleiben. Ne? Also rekrutierbare Bevölkerungsfaktor plus 20% kommt mir momentan hier beim Fanatismus sehr, sehr tough vor. Äußerst tough. Aber ich will ihn auf jeden Fall haben. Ich bin gespannt, auf was der sich bezieht. Das werden jetzt hier nicht plötzlich garantiert nicht 24,5% sein. Aber schon 1%, ein sattes Prozent da mehr, wäre cool. Man weiß halt nie, auf was sie diese Zahlen beziehen. Ne? Diese, manchmal sind die Zahlen so golden-gelb, mal sind sie grün. Und sie haben alle so einen anderen Schwerpunktfaktor. Nennen das mal Schwerpunktfaktor. So, oh Gott, ihr seht übrigens, den Fanatismus zu kultivieren dauert 140 Tage. Doppelt so lang wie Standard. So, Fließbandproduktion haben wir es geschafft. Jetzt holen wir uns noch das da, das dauert noch zu lange, deswegen lassen wir das sein. Wir könnten aber langsam aber sicher auch mit dem Öl anfangen. Dinge, mit denen wir sicherlich was anfangen können, früher oder später Öl und Gummi. Wenn wir hier irgendwo noch Wasser machen wollen, ne? Wir können ja immer noch quasi dann, sobald wir stärker geworden sind und das alles hier gekort haben, Portugal und Frankreich eventuell ein bisschen näher kennenlernen. Einen Annäherungsversuch wagen. Wäre nicht schlecht. So, komm, 4 Tage, 3 Tage noch. Also, wir gucken nochmal, ne? Es sind hier 4,5 und 0,089. Und fertig. Es hat sich gar nichts getan. Ich weiß nicht, auf was ich diese 20% jetzt hier gerade eben bezogen habe. Es ist mir ein Rätsel, muss ich tatsächlich leider sagen. Ich weiß es nicht. Na gut, wir haben immer noch nicht genügend Fabriken für sowas. Westafrika besetzen. Dann bekomme ich jede Menge Ansprüche auf Afrika. Französisch Nordafrika fordern. Das kann ich nicht machen, weil... Benötigt die Enklave Tanger. La Division Azul brauche ich dafür. Und das kann ich wiederum auch nicht machen. Okay, scheiße. Das heißt also, ich muss diesen Weg hier gehen. Und Gibraltar zurückerobern halte ich momentan für die dümmste Idee, die ich auch nur haben könnte. ich könnte den französischen Thron fordern. Kriegsziel annektieren gegen freies Frankreich. Aber halt auch nur gegen das freie Frankreich. Und Spanisch-Niederlande können wir auch noch zurückerobern. Das sind alles Langzeitpläne. Lasst uns deswegen uns jetzt hier mal so Richtung Portugal orientieren. Wir sind selber eigentlich noch viel zu schwach, um auch nur ansatzweise laut über so etwas nachzudenken. Ihr seht, wir haben auch nicht genügend Ausrüstung. Also scheiße. Können wir momentan einfach noch vergessen. Was mache ich denn jetzt bloß hier? Scheiße, ey. Wir machen immer noch Baureparaturen, würde ich sagen. Wir machen Baureparaturen. Gibt immer noch das genügend Zeug, was kaputt ist. So, wir haben aber endlich mal genügend Fabriken. Finde ich erfreulich und erbaulich, dass wir jetzt endlich mal ein paar Fabriken haben. So, lass es mal laufen. Und
Ja, jetzt machen wir das. Oh Gott, haben wir wenig davon. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, es ist so schrecklich. Wie wenig Zeug wir haben. Wo stehen wir denn jetzt? 27%, 8% noch entfernt vom Koren. Oh, wird das schön. Wir werden erstmal Katalonien und Pevasco hier uns holen können. Das hat gemein, ne? Wir waren dabei, Pevasco uns zu sichern und da war es schon rum. So, wir haben jetzt insgesamt jetzt auch schon Kollaborateure. Griechenland hat derweil kapituliert. Die Welt sieht gerade eben so aus, ne? Tja, bis wir hier irgendwie eingreifen können, um potenziell hier den französischen Thron uns zu sichern, wird es noch eine ganze Weile vergehen. Eine ganze, ganze Weile. Konzentrierte Industrie 5. Aber das mache ich jetzt momentan noch nicht. Die nächste Stufe. Das hier könnte man jetzt schon mal angehen. Ja, oder wir gehen auf die nächsten Jäger. Ich muss ja noch mehr Fabriken jetzt bauen. Ich habe so viel politische Macht, ne? Ich kann sie bloß für nichts einsetzen, so richtig. Zumindest für nichts Sinnvolles. Ich meine, Kriegsunterstützung habe ich zuhauf. Treibstofflager ist jetzt geschafft. Wir haben eine weitere Militärfabrik jetzt hier bekommen. Sehr gut. Uns fehlt immer noch nur, ja, Aluminium. Der Aluminiummangel ist das größte Problem, das Spanien momentan zu lösen hat. Alle anderen Probleme sind nämlich so langsam aber sicher im Griff. 30% im freien Katalonien. Das Gute ist, es geht hier jetzt endgültig runter. Es gibt eigentlich auch nichts Besseres als zivile Kontrolle, wie man sieht, ne? Man könnte halt noch machen, keine Garnison, aber das ist Unsinn. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt dieser Fanatismus tatsächlich bringt. Also ihr seht, wir haben hier unglaublich krasse Boni, ne? Ausbildungszeit reduziert, Nachschubbonus. Rekrutierbare Bevölkerungsfaktor 20%. Okay, da ist es auf 5,4 ist es hochgegangen und auf 0,107%. Effektive Gesamtmannstärke modifiziert auf 100. Ach so, da! Also wir haben eine effektive Gesamtmannstärke von 120%. Das heißt, wir können die Toten kämpfen lassen oder die Ungeborenen. Ich bitte das nochmal ganz, ganz kurz mal sich so durch den Kopf gehen zu lassen, was das Spiel uns hier eigentlich gerade eben versucht klarzumachen, was hier geht. So, wie sieht's jetzt hier aus? 32%. Wir arbeiten uns darauf zu. Langsam aber sicher. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man diese Gebiete ja auch koren könnte. Aber das kann ich ja leider wiederum nicht. So, Rohstoffabbau ist ebenfalls fertig. Ja. Dann machen wir mal weiter mit der Artillerie. Gerade eben die Punkte, wisst ihr, ich mach's einfach. 150 kostet uns da ehrlich gesagt einfach nicht mehr viel. Es ist nur noch eine Frage von wenigen Augenblicken. Denn wir sind schon bei 33% angekommen. In dem Baskenland sieht's genauso aus. Das sind die Bereiche, wo wir bald zulangen können. 33%. Lokale Ressourcen. Ah, Gehorsam. Okay. Lokale Nicht-Kernmannstärke. Lokale Fabriken. Also die Anzahl der Fabriken erhöht das auch. Das ist gut zu wissen. So wie es aussieht. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach einen geregelten Tagesablauf haben. Sie sind nicht arbeitslos und machen deswegen keinen Scheiß. Oder kommen besser gesagt nicht auf dumme Gedanken. Gegen irgendetwas aufzubegehren.
Das ist zumindest so ist meine Interpretation aus der Sachlage heraus. So, wir sind schon bei fast 34%. Kann ich inzwischen... Nee, kann ich nicht. Die Länder, die wir unter unsere Fittiche genommen haben, verdienen nur die beste und gerechteste Herrschaft. Der destabilisierte Einfluss der ausländischen Interessen müssen beschnitten werden. Ja, da ist ja nix. Da ist ja nix. Ist ja alles gut. Mehr Militärpolizei hätte ich jetzt gerne. Und immer noch nicht bei 35%. Wir sind jetzt bei 34,1. Oh, ich freue mich so sehr drauf. Sowohl Baskenland als auch Freie Republik Katalonien. Die wird wichtig. Da sind nämlich 15,7 Manpower von uns drin. Das kriegen wir alles zurück. Die Leute wohnen da eigentlich. Weiß es gerade eben gar nicht. Ist auch egal, wir werden es gleich wissen. So, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Noch 0,2%. Noch 0,1%. Und dann, okay. Feuer jedoch. Das da. Und du. Das da. Dann können wir jetzt endlich... Da, Katalonien. Hui. Kostet übrigens Armeeerfahrung, wie ich gerade eben sehe. Wir sollten unsere fucking Armee trainieren lassen, sonst ist das nicht möglich. Aber das gilt jetzt auch gleich für das Land hier. Ah, es dauert ein paar Tage, wie man sieht. Es kostet uns Mannstärke. Jetzt eliminieren wir die Guerillas. Und jetzt hier auch da oben. Beiden Gebieten. Wir sind jetzt auf Guerilla-Gorilla-Jagd. Also Spanien da in den Griff zu bekommen, Leute, ist echt heftig. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis das nächste sich jetzt hier noch hinzugesellt. Momentan können wir noch 3 weitere Länder damit versorgen. Ist aber echt ein Eck, der lange dauert. Bin froh, dass ich das jetzt gemacht habe und das hoffentlich nie wieder machen muss mit Spanien. Ey, ohne Witz, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen Nationen aussieht, aber das karlistische Spanien, es ist, man denkt quasi, hey cool, ich habe dann jetzt hier so ein Königreich und damit fange ich dann an, jetzt an irgendwelche Kriege zu veranstalten. Nee, ihr seht ja, was los ist, ne? Findet überhaupt nicht statt. Ist im Grunde eigentlich ein Wartesimulator, so ein bisschen. So, das nächste ist hier das Königreich Spanien. Was ist denn das hier? Na, wir werden es ja gleich sehen. Hm. Ja, wir sind schon 41, ne? Wir sind schon 1941. Das ist der absolute Hammer. Wir werden das gesamte Spiel überbrauchen. Und haben mit dem Weltgeschehen nichts am Hut. Aber echt gar nichts. So, jetzt sind die Guerillas gleich weg. Artillerie. Soll mir recht sein. 12 und 22 Tage noch. Naja, jetzt sind schon weniger. Der nächste, bitte. Wow. Warum tritt eigentlich Vichy Frankreich den Achsenmächten bei? Das haben die in echt nie getan. Macht doch gar keinen Sinn. Und... Katalonien ist gekort. Guckt euch das mal an, was das für ein Sprung nach oben war. Wir haben über 3 Millionen Mann Core Manpower dadurch bekommen. Treibstoffveredelung wurde verbessert. Gleich haben wir noch P. Vasco.
echt viele Länder, die wir koren müssen. Tja, ich hätte gerne noch mehr Stabilität, wenn ich darf, aber ich darf nicht. Und wir bekommen jetzt hier nochmal einen kleinen Bonus. Zack. Okay, wir bekamen dadurch nochmal eine weitere Militärfabrik. Die klatsche ich jetzt hier nochmal bei Artillerie rein. Uns fehlt natürlich immer noch das da. Wer ist denn der Nächste, der Vernunft zeigt? Boah, endlich, die sind gekort. Die sind gekort, ist das schön. 32% ist ja das Nächste. Gibt ja nur noch das Königreich Spanien, wie man sieht, ne? Mehr gibt's ja da gar nicht mehr. Das ist bei 33%. Tendenz steigend. Insgesamt ist die Sachlage jetzt hier sehr gut im Griff. Ich kann jetzt hier schon ganz andere Befehle jetzt hier nochmal geben. Mehr Organisation für die Armee. Schleißrate runter. Moral hoch. Ich habe immer noch genügend Punkte. Oh. Valencia. Moment, wo kann ich das sinnvoll machen? Ja, hier bitte. Bei Madrid bitte. Und bitte. Hier. So. So langsam aber sicher bekommen wir Spanien in den Griff, Leute. Und erst danach können wir so richtig anfangen zu spielen. Aber ihr seht, es ist schon ziemlich krass getimed. Obwohl wir verdammt schnell fertig waren, werden wir erst 42 uns von allem erholt haben und höchstwahrscheinlich dann alles hier gekort haben. Das ist echt ein Vorgang. Und gleich haben wir wieder. Nee. Ich sehe das halt erst, wenn hier die 10 militärische Punkte wieder da sind, ne? 10 militärische Machtpunkte. Also Erfahrungspunkte, besser gesagt. Whatever. Alles eine Frage der Zeit. Das seid ihr da unten. Dann machen wir das auch. Im Grunde ist es egal, in welcher Reihenfolge. Ich mache es jetzt einfach, wie es kommt. Machen muss ich sie sowieso alle. Ich würde mir nur wünschen, ich könnte irgendwo jetzt hier noch Armeeerfahrung aus dem Ärmel schütteln. Die Baureparaturen halten übrigens immer noch an. Militärpolizei wurde von mir verbessert. Dadurch dürfte jetzt hier die Situation noch besser werden. Ihr seht, alles was gekort ist, ja, wird auch jetzt als gekort angezeigt. Lustige ist, dass hier tatsächlich Palma de Mallorca von Anfang an gekort ist. Auch nicht schlecht. So, Königreich Spanien ist tatsächlich auch jetzt schon fertig. Ja dann. Ich will irgendwas forschen, dass die jetzt hier beschäftigt sind. Oh, verbesserte Bedingungen für Arbeiter. Ganz im Ernst, möchte ich machen, dass ich auf die 100% komme. Inzwischen ist es mir ein Bedürfnis, das zu haben. Aber auf der anderen Seite, ja, ist gerade eben nicht wirklich notwendig. Ach, scheiße, die Zeit läuft ja gar nicht. So, das hier ist dann also jetzt hier noch La Manche Guerillas. Cordoba, Andalusien, Asturiasien, keine Ahnung, und Ostaragon. Bin echt gespannt, ob die Achsenmächte das jetzt überstehen. Das ist so schlimm mit der Armeeerfahrung. So, Baureparaturen. Bald brauche ich euch nicht mehr. 19, 11, 12. 13, 14, 15. Dann habe ich immerhin mal 2 Fullstacks.
die ich dann jetzt hier habe, über die ich mich freuen kann. Machen wir das halt einfach mal, wir verbessern jetzt dann doch nochmal die Bedingungen für Arbeiter, um auf die Stabilität von 100 zu kommen. Denn mir fehlt es momentan natürlich an Armeeerfahrung. Das ist ein Fehler, den ihr vermeiden könnt, indem ihr einfach nicht alle eure gesamte Armeeerfahrung hier ausgebt, um ja, eure Forschung zu beschleunigen, die ihr de facto dann einfach gar nicht mehr braucht. So, in 2 Tagen ist Valencia und Madrid auf unserer Seite. Zack, zack, erledigt. Nice. Jetzt haben wir insgesamt jetzt hier schon 17,7 Millionen Mann, die jetzt zu unserer Kernbevölkerung gehören. Halleluja. Warten wir mal ab, wohin das Ganze jetzt hier noch führt. Granada ist jetzt gleich noch dran. Boah, das würde aber trotzdem noch eine Weile dauern. Kann ich nicht noch irgendwas tun, um noch Armeeerfahrung zu bekommen? Das Sinnvollste wäre wahrscheinlich dann mit der Zeit dann doch nochmal irgendwie drücken, Autonomie, Widerstand. Nö, das bringt alles nichts. Wir müssten einen Krieg führen. Der einzige Krieg, der mir momentan einfällt, wäre der mit Portugal. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht notwendig wird, ihn zu führen. So, jetzt mache ich erstmal nochmal 4 davon. Wobei, halt, nee, warte mal. Ah, doch, ich muss ein paar von dann. Ich muss noch Einheiten ausbilden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sind wir endlich mal dann bald bei einer vollständigen Armee. Tanu Wat wurde annektiert. Die sind jetzt alle friedlich geworden. Und ich warte es nur darauf, dass ich jetzt hier endlich noch mehr Armeeerfahrung bekomme. Ich ziehe das jetzt hier vor. Das ist jetzt schon veraltet. Und ich kann jetzt dadurch nicht einmal meine Armee-Templates überarbeiten. Das kommt noch dazu. Was seid ihr eigentlich hier, ihr karlistischen Truppen? Gott, ihr seid ja so wenige. Was seid ihr hier? Ah, ihr seid ja sogar schon eine vernünftige Sache. Das ist eine vernünftige Truppe. Die Blitztypen da. Die Blitzpiepen. Das mache ich jetzt aus denen da. So, zack. Die trainieren jetzt hier weiter. Wie viel mache ich jetzt hier? Ja, wieder ein bisschen mehr. Sobald ich die hier habe, oder besser raus auspacken kann. Packe sie auch in die Armee. Mach auch aus ihnen diese Blitzfiepen. Blitzpiepen? Nein, ihr sollt da nicht hin. Ihr sollt ebenfalls hier ran. Und dann mache ich nämlich jetzt hier wiederum mehr Training. Nicht episch viel, aber mehr. Das ist genau das Setup, was ich eigentlich haben will. Die Requie des Kalista brauche ich nicht mehr. Das habe ich sowieso nie gebraucht. Das lasse ich mal noch aus Gründen. Uns fehlt noch Artillerie und ein bisschen Waffen. Aber wir produzieren ja jetzt auch schon ganz tapfer. Hier sind die meisten Sachen jetzt bald schon repariert. Das heißt, ich kann jetzt aufhören mit dem anderen Kram hier. Sobald die drei hier gemacht sind, gebe ich es auf. Das meiste ist repariert.
Dauert trotzdem echt episch lang. So, wir können übrigens wieder. Oder wir könnten, theoretisch gesehen. Warum können wir denn nicht? Warum geht denn das nicht? Die sind nur bei 36%. Ich habe die politische Macht. Ach, mir fehlt die Infanterieausrüstung. Es ist doch nicht... Es darf nicht wahr sein, mir fehlt die fucking Infanterieausrüstung. Jetzt kann ich hardcore loslegen. Schauen wir mal, welche Gebiete eigentlich am meisten bringen. Wir haben 578.000 Leute, 2,1 Millionen, 1,8 Millionen, 1,9 Millionen. Ja, 2 Millionen finde ich eigentlich ganz gut. Ne, warte mal, das ist nur 2 Millionen. Was ist mit euch hier? 400.000, 1,1 Millionen, 1,8 Millionen. Und hier 1,5 Millionen. Dann koren wir euch als erstes. Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder in dem Fall das Kalistchen. Aber immerhin haben wir jetzt mal die Stabilität auf 100% gebracht. Und grinden uns jetzt hier ganz mühsam wieder nach oben. So, das dann noch. Und dann machen wir tatsächlich hier mal ein bisschen anklopfen bei Portugal. So, we did it. Können das jetzt hier beenden. Gemein ist, wir können nichts von diesen anderen Sachen machen. Na gut, die Iberische Union wiederherstellen. Fast 4 Jahrhunderte sind vergangen, seit Spanien und Portugal zuletzt ein Schicksal teilten, das leider nur kurz Bestand hatte. Gemeinsam ist Iberien stärker, daher werden wir dafür sorgen, dass ein neuer Anspruch auf den portugiesischen Thron entdeckt wird. Wir entdecken ihn jetzt. So, das heißt, ich mache jetzt nochmal so ein paar von diesen Flitzpiepen. Bilde die jetzt hier aus und ihr hört mal auf zu trainieren, Freunde. Euer Zweck ist jetzt hier nämlich gleich... Wobei ich zugeben muss, dass ich ein bisschen Schiss habe. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Alliierten. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Das wird definitiv nicht easy. Tja, sie sind noch nicht Teil der Alliierten. Und ich hoffe, sie werden es auch nicht. Was ich allerdings machen könnte... Ja, ich kann bei ihnen nicht mit rein. Ist zu unwahrscheinlich, dass sie da mitmachen werden. Also ab jetzt sind wir hier quasi wirklich im Fantasyland unterwegs. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht sofort zu einem Krieg kommt, nur weil ich das jetzt hier jetzt mache. Wird halt tendenziell zu einem Anspruch führen. Ich kann nur hoffen, dass die Achsenmächte die anderen hier weit genug ein bisschen beschäftigen werden. So, mehr Artillerie. Es ist immer noch nur Aluminium, was uns fehlt, ne? Es ist immer Aluminium, was uns fehlt. Es fehlt uns nie was anderes. So, zack und zack. Verteilt euch hier an der Linie. Flugzeuge. Ja, wir erforschen sie zwar, aber wir machen nichts mit ihnen.
Uns fehlt immer noch alles Erdenkliche. Wirklich alles Erdenkliche. Wir sind noch dabei, jetzt hier Cordoba auf unsere Seite zu ziehen. Ja, Freunde. Und ob das beim nächsten Mal jetzt so eine geile Idee wird, würde ich aber mal sagen, das sehen wir dann auch beim nächsten Mal, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so gesund ist, was ich jetzt hier tue. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Dass ihr gerade eben das jetzt hier nochmal die 14 Tage hier durchheizen. Würde am liebsten noch mehr Gebiete mir vorher einverleiben, aber es ist schlicht und ergreifend, naja, nicht wirklich möglich. Der beste Weg ist tatsächlich jetzt hier irgendwie dem Krieg mitzumischen, auch wenn wir wahrscheinlich selber einfach viel zu schwach aufgestellt sind. Komm schon, die 5 Tage kriegst du noch hin. Ich hoffe immer bloß, wie gesagt, dass die jetzt nicht den Alliierten beitreten, denn wir sind ja auch nicht Teil irgendeines Bündnisses. Hoffen wir einfach mal, dass das einfach niemanden was angeht. So, nochmal ein Gebiet. Nochmal ein paar Millionen Mann mehr. 21,26 sind es jetzt inzwischen schon. Bauvorhaben sind schon sehr weit fortgeschritten. Oh. Ich sehe gerade eben, dass ich die alle gar nicht unbedingt brauche. So, und jetzt haben wir die Iberische Union wiederhergestellt. Was wohl bedeutet? Naja, das wäre jetzt hier mit Amerika. ja, was wohl bedeutet, dass wir jetzt im Grunde ein Kriegsziel haben, aber wirklich es benutzen? Ist das so weise, Freunde? Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. In einer der kommenden Folgen, ne? Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.